Heute gibt's das zweite Ligaspiel und Real Madrid möchte unseren vertongen. Was geht ab, Leute? Euer Paxwell ist am Start und heute gibt es endlich mal wieder eine Folge Karrieremodus. Ihr habt ja schon gehört, wir müssen jetzt gegen Aston Villa ran im zweiten Ligaspiel, wie natürlich im weißen Trikot. Schauen wir nochmal kurz über die Aufstellung rüber. Holtby haben wir ja noch nicht verkauft, Soldado. Vertonghen möchte eh weg. Harry Kane können wir ja mal dieses Spiel spielen lassen. Kommt Soldado mal runter. Ich denke mal, Harry Kane, der wird einfach mal eingewechselt für Lacazette. Vielleicht ist er ja so ein kleiner Joker. Mal schauen, sehen wir uns wieder bei der ersten Szene. Schickt da wieder Eriksen. Jawohl, jetzt haben wir hier Freiräume. Gehen wir in die Mitte mit einem Berberspin, ein Roulette hinterher. Eriksen, Elfmeter. Schade. Clark hat uns da umgerissen, aber es gibt keinen Elfmeter. Der Schiri entscheidet für, ja, fürs Weiterspielen. Oh, schöner Pass hier auf die linke Außenbahn auf Benteke. Der Belgier könnte hineinflanken da auf Agbo oder sowas. Benteke, aber schön von Jetlin verteidigt. Richtig geil. Spielt in die Mitte auf Alexandre Lacazette. Jetzt weiter auf Depay, aber der Verteidiger klärt hier im letzten Augenblick. Das wäre eine richtig gute Chance für uns gewesen. So, jetzt haben wir hier eine Kontermöglichkeit. Hacke zu Hacke gehen wir am ersten vorbei. Lacazette, jawohl. Jetzt kann er mal sein Pace hier ausspielen. Komm, mach das 1-0. Alexandre Lacazette macht das 1-0. Hier in der 24. Spielminute. Ganz klassischer Konter hier von uns. Und dann macht unser neuer Transfer hier das 1-0. Jetlin kommt dazu, könnte hineinflanken, nimmt uns hier gut aus. Die Flanke kommt auf den Zockbier, aber der Ball ist weg. Oh, das war ein ganz schlimmer Fehlpass hier. Das war ein ganz schlimmer Fehlpass. Das kann nicht sein, sowas darf nicht passieren. Die spielen in die Mitte und dann ja, fängt da Benteke den Ball ab. Und dann ist das ganz klare logische Konsequenz hier, das 1-1. Scheiße, Mann. Ja, zur Halbzeit steht es 1-1. Die Statistik ist eigentlich ausgeglichen. Wir hatten eine Chance, haben sie genutzt. Dann haben wir einen Fehler gemacht und die Chance hat dann halt Aston Villa reingemacht. Das heißt, Lacazette bringen wir jetzt erstmal runter. Und dafür kommt Harry Kane ins Spiel. Und ich würde mal sagen, Walker bringen wir jetzt auch mal rauf ins rechte Mittelfeld für Arnold. Und dann so passt das, denke ich mal. Und mal schauen, ob Harry Kane zuschlagen kann. Pace mal ein bisschen lang. Walker, ey, Schiri, das muss ein Freistoß geben. Komm, ganz im Ernst. Der fliegt darüber wie keine Ahnung was. Und es gibt hier keinen Freistoß oder was. So, komm, Walker jetzt hier in die Mitte auf Eriksen. Eriksen nochmal runter auf Walker. Harry Kane, der ist kopfballstark. Walker mit der Flanke auf Harry Kane. Der kommt nicht zum Kopfball, nämlich Worm. Ja, der Keeper hat den Ball hier. 80. Minute, Aston Villa bekommt jetzt hier nochmal eine Ecke. Jetzt wird es hier langsam ernst, Leute. Einen Punkt mitnehmen oder drei Punkte oder gar keinen Punkt, besser gesagt. Momentan kriegen wir wenigstens noch einen Punkt. Aber da bin ich natürlich nicht zufrieden mit durch so einen dummen Fehler. Bekommen wir jetzt hier keine drei Punkte, sondern ein Punkt. Schiri, das muss ein Freistoß geben. Da aus ja, gute 40 Metern können wir natürlich nicht aufs Tor zimmern, sondern wir spielen das Ding flach. Komm, drück weiter jetzt. Okay, ja, drück weiter. Der Computergegner kann auch schlecht weiterdrücken, ne? Spaß beiseite, Erik Dom jetzt hier. Harry Kane. Runter auf Walker. Walker zieht in die Mitte auf Harry Kane. Der macht eine Schusstäuschung. Harry Kane, mach ihn! Harry Kane! Harry Kane! Oh mein Gott, Leute! 88. Spielminute, ich sag's eben noch. Ich sage es eben noch. Entweder ein Punkt mitnehmen, drei Punkte mitnehmen oder null Punkte mitnehmen. Es sieht momentan so aus, als wenn wir drei Punkte mitnehmen können hier. Harry Kane, unser Joker, hat hier doch noch zugeschlagen. Vielleicht lasse ich ihn denn mal öfter mal spielen für Lacazette oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall machen wir hier das 2-1. Oh mein Gott, richtig geil. Ja, Leute, da ist das Spiel 2-1 ausgegangen. Wir können doch noch drei Punkte mitnehmen und unser zweites Ligaspiel hier gewinnen. Die Statistik ist eigentlich ausgeglichen, war... Kann man sagen, ein verdienter Sieg kann man nicht sagen. Punkteteilung wäre auf jeden Fall verdient gewesen, sage ich mal so. Wir drücken jetzt aber weiter. Natürlich nice, dass wir drei Punkte mitnehmen können. Zwei Ligaspiele gehabt, beide haben wir gewonnen. Zwar beide knapp gewonnen, aber der Sieg ist ein Sieg, sage ich mal so. 5 Nachrichten im Büro. Die schaue ich natürlich alle mal nach. Angebot akzeptiert. Angebot akzeptiert, Leute. So wie ich es wollte. So wie ich es wollte. Wir bekommen Bale. Und schickt natürlich Vertonghen dafür weg. 240.000 bekommt halt mal 10.000 mehr.
Und essentieller Stammspieler natürlich, der bekommt, der spielt immer Gareth Bale, der spielt einfach immer einen Dreijahresvertrag Gareth Bale, Leute. Wir bekommen Gareth Bale. Also noch nicht, aber es sieht sehr, sehr wahrscheinlich aus. Jan Vertonghen muss ich gar nicht mehr antworten hier. Und den auch nicht hier. Ja, okay, dann nicht. Können wir nochmal weiter simulieren, Leute, das ist sowas von geil. Gareth Bale zurück bei Tottenham. Tottenham. Angebot abgelehnt. Bin ich ein Star? Da passt mir der Wechsel nicht. Danke für Ihr Interesse, aber überarbeiten Sie Ihr Angebot bitte nochmal, damit wir es in Betracht ziehen können. Essentieller Stammspieler ist doch, oder nicht? Das ist doch das Beste, was man machen kann, oder nicht? Wichtiger Stammspieler ist ein bisschen schlechter. Also, ja, mache ich keine Angabe, bekommt halt mal 260.000 oder sowas. 265.000, ich weiß jetzt auch nicht. Wahrscheinlich mache ich es die ganze Zeit immer falsch hier. Aber ich weiß auch nicht, was ich hier machen soll. Also Karrieremodus spiele ich eigentlich nicht so oft. Nur hier immer einmal im Jahr für YouTube. Also macht mir auch richtig viel Spaß, hier die Karriere zu spielen. Gareth Bale zurückholen. Und da haben wir es akzeptiert, okay. War wahrscheinlich irgendwas falsch hier mit der Rolle. Aber wir bekommen jetzt Gareth Bale. Haben noch 250.000. 215.000 für irgendwann einen anderen Spieler zu kaufen. Aber Leute, ich bin sowas von froh. Gareth Bale haben wir jetzt. Holtby kann dafür weg und natürlich bekommt er gleich eine Stammposition hier im rechten Mittelfeld, Leute. Ich freue mich sowas von auf die nächste Folge schon. Vielleicht bringe ich die nächste Folge schon am Wochenende oder am Freitag oder so. Ich weiß nicht. Morgen wird auf jeden Fall Neymars Casino oder Robberies Weltreise kommen. Freut euch drauf. Ich freue mich auch schon wieder drauf, die Serien aufzunehmen. Gareth Bale, linkes Mittelfeld. Oh mein Gott. Zucker, Leute. Es ist einfach nur Zucker hier. Die Ersatzbank kann eigentlich so bleiben. Außer Walker, Jetlin haben wir einfach nur mal so ausprobiert. Aber Jetlin ist natürlich auch nicht schlecht. Walker und Jetlin werden sich immer so die Position teilen. Manchmal er, manchmal er. Und dann würde ich mal sagen, speichern wir jetzt hier und simulieren wir noch ein bisschen fort. Vielleicht bekommen wir noch ein Angebot für Holtby oder Kabul oder sowas. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, dass wir hier Gareth Bale austesten, würde ich mal sagen. Gegen welchen Verein müssen wir denn? Was ist denn das da für ein rotes Bäumchen da, Forest? Was ist denn das für ein Verein? Der ist definitiv aufgestiegen. Also, mal schauen, ob Gareth Bale halt schon am ersten Spiel zuschlagen kann. Geänderter Spieltermin, geänderter Spieltermin, geänderter Spieltermin. Wir haben Angebot für Kabul. 8,5 Millionen wert ist er. Und für Holtby haben wir auch ein Angebot, habe ich gar nicht gesehen. Von Dortmund machen wir mal ein Gegenangebot. 12 Millionen haben sie ihn. Und genauso hier mit Kabul, den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Machen wir mal 11,5. Mal schauen, ob Liverpool oder Borussia Dortmund annimmt. Ich hoffe es mal, dass wir ein bisschen mehr Money, Money, Money wieder haben. Einmal simuliere ich noch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und Bolivien. Ich möchte keinen Nationaltrainer hier machen. Ablehnen. Transferangebot überdacht und entschieden, es akzeptieren und das Geschäft damit perfekt zu machen. Richtig geile Sache, richtig geile Sache. Wir haben jetzt 12 Millionen wieder, weil Holtby geht definitiv nach Borussia Dortmund. Richtig cool. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das nächste Spiel haben wir hier gegen Nottingham Forest oder sowas. Ich kenne den Verein persönlich nicht. Der ist ja definitiv aufgestiegen. Wir sind in der Tabelle Dritter. Also das war mir eine richtig coole Folge. Wir haben Gareth Bale bekommen. Und das war eine richtig coole Sache. Im Büro haben wir noch eine Nachricht. Ich schau mal diese kurz nochmal an. Transferangebot Liverpool. Okay, Liverpool hat abgelehnt für Kabul. Was soll man machen? Vielleicht bekommen wir noch ein Angebot oder sowas. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut da rein. Euer Pex wird das raus. Tschüssikowski und ciao.